Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz gemütliches Schminki-Video. Ich habe richtig Lust, mich jetzt fertig zu machen und einen zauberhaften Look zu schminken mit Produkten, die ich zum Teil kenne und liebe, als auch mit neuen Produkten. Ich habe ein bisschen was an meiner Base jetzt schon gemacht. Ich erzähle euch gleich, was das ist. Übrigens, nach meinen Nägeln werde ich auch so häufig gefragt in letzter Zeit. Vielen lieben Dank dafür. Ich finde die Farbe auch richtig schön. Ist kein Nagellack, deswegen kann ich euch da nichts in der Hinsicht nennen. Das sind die Manicure UV Gel Nagelstreifen in der Farbe Raspberry. Sind auch schon lange drauf. Ich möchte jetzt auch gerne mal wieder was ein bisschen zurückgenommen ausmachen, aber das war auf jeden Fall sehr sommertauglich, finde ich. Auch wenn der Sommer noch nicht wirklich da ist. Und zwar dachte ich, mache ich heute auch mein Video, jetzt kurz bevor es auch vorbei ist, zum Pirsch Geburtstagssale. Ich habe ja immer mal wieder Produkte von Pirsch hier und das sind Produkte, die schon lange in meiner Sammlung sind, als auch Produkte, die ich jetzt neu zugeschickt bekommen habe, die ich gerne testen möchte. Es sind viele verschiedene Marken dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich zeige euch Produkte, bei denen ihr ganz viel sparen könnt, ein bisschen was sparen könnt. Aber ich glaube, die meisten Sachen sind schon recht stark rabattiert, die ich jetzt rausgesucht habe. Ich hoffe, dass sie noch verfügbar sind, wenn das Video online geht. Da liegen zwar nur ein, zwei Tage dazwischen, aber man weiß es ja nie so genau. Ihr könnt mit meinem Rabattcode auf jeden Fall immer sparen. Sowieso immer auf meine Favoritenseite bei Pirsch. Die ist auch immer in der Infobox verlinkt. Mein Rabattcode steht immer da. Ich blende den euch auch immer regelmäßig eigentlich ein. Also ja, falls ihr gerne sowieso shoppen wollt, ein bisschen was sparen wollt und mich dabei auch noch unterstützen möchtet, dann könnt ihr den immer sehr, sehr gerne benutzen. Ich bin auch immer sehr dankbar dafür an jeden und jede, die an mich denkt. Und jetzt, wie gesagt, ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe natürlich auch, wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Übrigens gibt es bei Pirsch auch ganz oft alte Limited Editions, zum Beispiel von Catrice und Essence. Vor allem auch Catrice, es fällt mir ganz häufig auf. Auch so vom Winter zum Beispiel noch, diese Nussknacker-Palette und so weiter, stolper ich auch immer drüber, als auch so ein bisschen neuere Sachen. Also falls ihr da auch mal nachschauen wollt, lohnt sich das. Und jetzt kommen wir erstmal zu meiner Base. Ich habe heute als Primer dieses Produkt hier wieder aufgegeben. Das ist der Hello Good Stuff Primer Serum Hydrate and Plump mit Blueberry und Squalan. Mag ich sehr gerne. Ihr könnt auch hier sehen, dass ich schon ziemlich viel aufgebraucht habe. Also ich bin schon, ja, schon hier angekommen. Mag ich sehr. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Standardsortiment ist. Ich hoffe doch. Sehr, sehr schön auch für trockene Haut. Dann habe ich aufgegeben Chili Vanille aus der Limited Edition von Essence als Color Corrector für meine Augenschatten. Kennt ihr von mir jetzt ja auch schon wirklich häufig. Und jetzt erstmal nur als Pflege Juicy Bomb, auch von Essence. Full Face Essence bisher. Von den Juicy Glow Juicy Bombs, die Farbe Mandarin Miracle. Genau. Finde ich sehr schön. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal die Base weiter. Ich habe heute eine Foundation. Ja, sie hat eine Foundation rausgesucht. Da habe ich gesehen, dass die reduziert ist, aber nicht in allen Farben. Das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. In meiner Farbe jetzt zum Beispiel ist sie nicht reduziert. Die F1 ist das. Von der Skin Silk Luminous Serum Foundation. Skin Silk klingt perfekt für mich. Luminous Serum Foundation, das klingt leicht. Es klingt so, als wenn die eigene Haut noch durchscheint. Und ich habe sie auch schon geswatcht, farbtechnisch. Ist da auch nicht so eine große Auswahl leider bei Pirsch. Und leider ist die mir ein bisschen zu grau und zu rosa. Rosa Peach. Also ist nicht ganz rosa, aber definitiv irgendwie vom Unterton zu kühl für mich. Jedenfalls bekommt ihr die aktuell in manchen Farben statt für knapp 12 Euro für 5 Euro. Also vielleicht ist eure Farbe ja dabei, hat so einen Pumper und ist wirklich super flüssig. Also immer flüssiger und auch viel leichter als jetzt so eine Full Coverage Foundation natürlich. Ich gebe das jetzt erstmal so drüber. Das ist parfümiert. Es riecht so ganz frisch. Also nichts Schweres, kein schwerer, blumiger, süßer oder sonst was Duft. Einfach nur frisch. Ich finde, dass sie sich unfassbar einfach ausblenden lässt. Also auch mit dem Schwämmchen. Jetzt nur mit dem Pinsel mache ich das eigentlich nie. Deswegen habe ich das jetzt auch heute nicht gemacht. Sieht so schön eingeblendet und gleichmäßig aus. Sie wird minimal dunkler. Also sie oxidiert auch schon ein bisschen, wenn sie antrocknet. Also mehr als nur die Farbveränderung, wenn eine Foundation einfach trocknet. Sondern sie oxidiert tatsächlich ein bisschen. Mir gefällt das Finish jetzt richtig, richtig gut. Das sieht halt wirklich aus
wie Haut noch, so ein bisschen perfektionierter. Man kann hier meinen Tönpickel noch sehen. Da gebe ich mal eben so ein bisschen Concealer drauf. Und das Einzige, was nicht so schön aussieht, ist hier an meiner Nase. Aber da habe ich vorher ein bisschen viel von meinem Color Corrector aufgegeben. Und ich glaube, die beiden mögen sich nicht so. Aber ansonsten, finde ich, sieht es super schön aus. Also wirklich, natürlich, ich muss sagen, dass ich denselben Effekt halt auch so erziele, so schön und gleichmäßig. Und natürlich, wenn ich halt nur meinen Concealer übers Gesicht ausblende, wie ich das sonst immer mache. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt eine Foundation wäre, nach der ich greifen wollen würde. Aber falls ihr was sucht, was wirklich eurem Teint so leicht perfektioniert, es nicht so aussehen lässt, als hättet ihr so eine richtige Schicht drauf. Also wie gesagt, die Farbe passt eigentlich gar nicht so gut, weil ich konnte es so gut in meine Haut einblenden. Aber jetzt erstmal mit Puder weiter und wir schauen uns die Foundation später nochmal genau an, wie sich das vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Manchmal sieht ja auch das erst ganz gut aus und dann doch nicht mehr so. Ich benutze mein Puder von Max & More. Das ist das von Action. Damit setze ich so ein bisschen jetzt meine Augen unter den Augen. Und meine Nase. Und noch ein bisschen was auf meine Stirn und um meinen Mund herum. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Ich würde jetzt als nächstes mal Bronzer machen. Da habe ich hier, also meinen absoluten Lieblingsbronzer auf jeden Fall im höheren Preissegment. Ich mag ja auch den von Catrice total gerne und den habt ihr auch schon oft bei mir gesehen. Von Allied Cosmetics von Linda Heilberg ist das der Infinity Bronzer in der Farbe Always, müsste das sein. Genau, und den bekommt ihr auf jeden Fall jetzt im Sale. Statt für knapp 35 Euro, 24 Euro. Er ist immer noch sehr teuer natürlich. Ich würde sagen, das ist der perfekte Bronzer für sehr helle Häutchen, fair to light, mit neutralem oder warmen Unterton. Der ist nämlich so ein bisschen gelbstichig und halt auch so ein leichtes Lichtspiel, weswegen ich den auf jeden Fall auch für trockene Haut gut empfehlen kann, was ich ja auch habe. Und ist es nicht speckig oder so? Auf keinen Fall glitzerig. Also da sind keine Schimmerpartikel enthalten. Es ist einfach halt nur so ein Lichtspiel. Es wirkt halt ganz natürlich so, als hätte ich so ein bisschen Sonne abbekommen. Ich gucke da ja auch mit der Dosierung immer so, dass es halt, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, natürlich aussieht. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem einen Vorher-Nachher-Effekt gut sehen, was so ein bisschen die Dimension auch in meinem Gesicht angeht. Jetzt setze ich noch kurz von Essence das Brighten Up Puder. Hier unten ein bisschen noch drunter, auch so bei meinem Pickel. Und so in dem unteren Teil hier. Kommen wir jetzt zum Blush. Und da muss ich mich jetzt entscheiden. Das wird mir richtig schwer fallen. Denn ich habe zwei Produkte jetzt auch hier, die für mich neu sind und die halt im Sale sind. Also das eine ist nicht neu für mich. Aber das andere. Oder kombiniere ich das? Ich glaube, ich kombiniere das einfach. Also, ich habe einmal von Miss Lauder Milano hier einen Blusher. Ich finde den wunderschön. Das ist einer von den At First Blush in der Farbe Vicious Fantasy, die Farbe 102. Ein sehr, sehr schöner Peach-Rostton, aber in hell. Und statt für knapp 21 Euro könnt ihr den für 12 Euro nämlich jetzt gerade im Sale bekommen mit meinem Rabattcode. Der Sale geht übrigens auch nur noch bis zum 19.07. Also nur noch bis Ende nächster Woche. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr das dann verpasst. 19.07. bis dahin nur gilt dieser große Rabatt. Bis 70% sind manche Produkte ja reduziert. Und die einzelnen Kategorien packe ich euch nochmal in die Infobox. Ja, also ein mattes Blush. Und dann haben wir hier, die kenne ich auch schon, das sind diese Liquid Blusher von Made by Mitchell. Ich mag die Marke sehr gerne, also diese Blurs. Ich finde die Farben immer sehr außergewöhnlich. Das ist jetzt vielleicht nichts unbedingt, wenn ihr eher so dezenteres Make-up mögt und eher so Farben, die so ein bisschen neutraler vielleicht sind oder zurückgenommener, eher so dieses, was manche sagen, ja, dieses elegantere Make-up. Ich finde, dass das hier immer sehr viel macht, sehr viel kann. Ich mag Made by Mitchell als Marke sehr gerne. Und das ist die Farbe A Chance of Peach. Und ihr seht schon, dass da ein Schimmer enthalten ist. Wir haben einen roségoldenen Schimmer auf einer Peachy Base. Und ich werde euch das mal hier swatchen. So, ne? Also, das ist nichts für schwache Nerven. Also, wir haben schon diesen Roségold-Switch mit diesem Pink drin. Das ist kein reines Peach.
Und wir geben jetzt, glaube ich, als erst einmal den Puder Blusher zusammen als Base drauf. Ich mag die Miss Soda Base Produkte auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Auch noch als die im alten Packaging waren, also von vor ein paar Jahren, hat mir das auch schon sehr gut gefallen. Und ich finde, dass die auf jeden Fall nochmal besser geworden sind mit der Formulierung. Ich würde sagen, das ist mein klassisches Braun-Orange. Aber in der upgradeten Sommervariante, in so ein bisschen fröhlicher, ein bisschen leuchtender. Ja, aber definitiv in der Familie der orangenen Blushes, was ich für mich immer sehr schön finde. Also es ist jetzt nicht quietschorange, sondern hat wirklich so dieses sehr, sehr tragbare. Ich frage mich halt, wie das auf dunklere Haut aussieht, diese Farbe. Da kann ich leider natürlich nicht mitsprechen. Aber ich weiß, dass gerade auch die Miss Soda Blushes in sehr, sehr, sehr schönen Farben für dunkle Haut vorhanden sind. Ich meine, die haben so ein ganz dunkles Cherryrot. Oder so ein Aubergine, lila, richtig hübsch auch und ja, sehr gut pigmentiert. Ich bin einmal reingegangen und habe meinen Pinsel für beide Seiten benutzt. Das sieht sehr frisch aus. Bevor ich allerdings jetzt noch den Liquid Blusher von Made by Mitchell drüber gebe. Wie gesagt, die Farbe ist Chance of Peach. Der kostet sonst ungefähr 18 Euro und ihr bekommt ihn jetzt für 8,90 Euro. Falls euch das interessiert, da gibt es selbstverständlich übrigens auch noch andere Farben. Und den machen wir aber später drauf. Ich möchte nämlich jetzt gerne erstmal mit den Augen weitermachen. Und falls ich mir später vielleicht noch ein bisschen Pigment wegwischen will oder so, geht das besser, wenn hier kein Liquid-Produkt ist. Deswegen machen wir das einmal zuerst und kommen jetzt zu den Augenbrauen. Da fragt ihr mich auch oft nach meinen roten Augenbrauen-Stiften. Ich mag die von Linda Hallberg, der Sculpt & Sketch heißt der, glaube ich. Dann mag ich den Indestructive Brow in Irid Brown von Be Perfect. Das sind zum Beispiel beides Stifte. Der von Linda Hallberg hat auch noch so einen Sketcher mit dabei. Aber ich mag auch gerne das hier. Das ist aber weniger rot, sondern eher braun. Aber es ist ein warmes Braun. Deswegen funktioniert es für mich auch sehr, sehr gut. Das ist der Brow Ambition von Nabla in der Farbe Warm Brown. Das ist halt so einer mit so einer Filzstiftgeschichte. Das mag ich total gerne, wenn meine Augenbrauen vor allem frisch gefärbt sind und ich nur Gel eigentlich reinmache. Aber für so ein hier ein bisschen, da ein bisschen, man kann halt richtig schön präzise so einzelne Härchen einzeichnen. Würde ich aber nur empfehlen, wenn ihr wirklich genug eigenes Haar auch an den Augenbrauen habt. Falls ihr eher sehr, sehr dünne oder sehr, sehr lichte Haare an den Augenbrauen habt, müsst ihr schon viel dann auch hier mit nachzeichnen und das dauert wirklich lange. Falls ihr dann eher so einen richtigen Stift sucht, finde ich die hier richtig toll. Vor allem auch, wenn ihr was Rotes sucht, gerade auch in der Drogerie, finde ich, gibt es da eigentlich nur NYX und die haben nur eine Farbe. Das hier ist dunkler als das von NYX, falls ihr wirklich sowas sucht, was mehr ins Rot-Orange geht, statt nur ins Orange, wie das zum Beispiel von NYX in der Farbe Auburn, glaube ich. Und der Nabla Brow Ambition kostet sonst 20 Euro, es ist super teuer. Ich finde halt, so teures Make-up lohnt sich schon. Also ich besitze auch mehrere teure Sachen, die ich auch selber gekauft habe alle. Aber ich finde, jetzt gerade kostet der, glaube ich, nur, lass mich schauen, ja, 5,96 Euro mit meinem Rabattcode. Und dafür lohnt es sich, den einfach mal auszuprobieren, vielleicht auch nicht jeden Tag zu benutzen, sondern immer nur, wenn man das halt, ja, gerade mal möchte, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und so. Ich benutze aber erstmal mein Nabla Augenbrauengel. Das benutze ich aktuell auch immer im Alltag. Was ich an dem mag, ist, dass es eine Silikonbürste hat und kein normales Faserbürstchen. Und ich finde, man kann damit die Augenbrauen viel besser legen, durchkämmen, formen und so. Also auch teurer, lohnt sich total, aber trotzdem. Nabla ist sowieso so eine Marke, die einfach mein Herz hat. Jetzt habe ich das Augenbrauengel gut trocknen lassen und würde jetzt dann auffüllen. So mag ich das übrigens auch immer am liebsten, also die Haare schon so richtig zu legen, damit ich dann die Härchen dazwischen zeichnen kann, wie sie dann auch aussehen sollen. Weil wenn ich das erst mache und dann das Gel drüber mache, dann könnte es theoretisch verschmieren oder es ist dann ja auch nicht mehr so gelegt, wie es gelegt war. Wisst ihr, was ich meine? Also damit alle Härchen irgendwie so ein bisschen ähnlich aussehen. Und das mache ich dann immer so Stückchen für Stückchen fülle ich das auf. Und jetzt gerade ist es auch ein bisschen schwerer, weil es nicht frisch gefärbt ist. Also ich muss sagen, ich liebe das Ergebnis total. Es ist wie gesagt nicht so richtig rot-rot, aber falls ihr mit einem warmen Braun immer noch gut zurechtkommt. Oder es gibt den auch in so einem fast schwarz, also es ist schon so ein schwarzbraun. Es gibt den in blond und in einem anderen Braun noch, glaube ich. Also schaut einfach mal, 5 Euro statt 20. Das lohnt sich doch auf jeden Fall. Ich liebe das Ergebnis. Es ist halt so richtig
präzise, ne? Ich mag auch, dass ich die Lücke vorne relativ natürlich auffüllen kann, die ich ja habe, weil meine Augenbrauen nicht gleich sind, sind bei niemandem gleich. Und jetzt geht es weiter mit den Augen. Ich habe eine weitere Be Perfect Palette, die wir heute zusammen testen. Ihr wisst ja, ich liebe die Be Perfect Paletten. Wir haben schon richtig viele zusammen getestet. Zuletzt die, wie heißt sie nochmal? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, sie heißt Stella Palette von Be Perfect, die mit den Grautönen. Und dem Silber. Die war so schön oder ist so schön. Ich liebe diese Palette. Und jetzt habe ich eine weitere hier. Das ist die Tabu-Palette. Und ach, so seht ihr es. Ist das die schön? Statt 28 Euro kostet sie jetzt 13,95 Euro mit meinem Rabattcode. Und von innen sieht sie so aus. Und das ist mal was ganz anderes. Ich meine, das ist eine Kollaboration zwischen einem Creator oder einer Creatorin. Und Be Perfect. Wir haben nämlich nur matte Töne hier und eben diesen Highlighter hier. Es gibt ein Weiß, es gibt ein Schwarz. Das ist natürlich super cool, halt auch als so Basefarbe. Aber ich erwarte eigentlich, dass eben diese Palette hier auch ohne weiße oder schwarze Base halt richtig rauskommt. Man kann aber mit Schwarz vor allem auch jeden dieser Töne hier einfach dunkler machen, weil man den Ton dadurch quasi mutet. Ich liebe das. Und Leute, wirklich, ich muss euch diese Palette doch mal zeigen. Sie ist gerade wieder reduziert, warte, lass mich schauen. Statt für knapp 22 Euro gibt es für sie 6 Euro, gibt es sie für 6,56 Euro. Diese Palette hier. Und ja, ich weiß, sie ist super hässlich von außen. Also, ich finde sie so hässlich. Wir haben schon oft darüber geredet. Das ist eine Limited Edition Palette von Emily in Paris von Revolution. Sie ist wirklich hässlich von außen. Und es ist auch so doof, weil man hat quasi nur die Hälfte als Palette. Aber, Leute, ich habe schon 2 Looks in Videos damit geschminkt. Als sie damals rauskam und dann nochmal im Hashtag Ungeschönt-Format diese Palette benutzt, weil sie so schön ist. 6,95 Euro? Ja, 6,56 Euro für diese Palette. Wirklich, Leute, schaut euch das Video dazu nochmal an. Ich werde die jetzt kombinieren und ich habe eine für euch. Ich habe euch ja gerade gezeigt, die ich halt schon richtig lange hier habe. Bestimmt schon 8, 9 Monate. Und ja, ich habe hier noch eine für euch, auch noch im Original-Packaging. Die möchte ich unter diesem Video verlosen. Schaut sehr gerne in die Infobox für die Teilnahmebedingungen. City of Love nennt sie übrigens die Palette. Sie ist super hässlich, aber Schlag zu, wirklich. Die ist so toll von der Qualität. Ich werde heute beide kombinieren. Ich habe richtig Lust, was Grünes zu schminken. Und deswegen starte ich erstmal mit der Farbe 99. Das ist dieses schöne Grün hier. Und dunkel das dann außen ab mit der Farbe Weirdo. Das gefällt mir so gut. Irgendwie ist das so richtig frischer, irgendwie muss ich an Frühling denken, wenn ich so dieses Grün jetzt so zusammen sehe. Ich habe ja noch diesen Schimmerton Banks aus der Revolution Palette drüber gegeben und ich finde, das sieht so schön aus. Gerade auch das Dunkle hat sich auf dem helleren Grün so richtig schön aufgeben lassen und dann so ineinander verblenden lassen für so eine neue eigene Farbe auch, sodass ich so ganz sanfte Übergänge jetzt überall habe. Ich hoffe, ihr könnt das richtig gut sehen. Ich hätte natürlich das Dunkle jetzt noch viel mehr aufgeben können. Ich finde aber, dass es nicht ganz so dunkel ist wie im Fännchen. Ich könnte natürlich jetzt, vielleicht machen wir es einfach mal, ich habe jetzt einen Hauch von, also wirklich ein Mini-Mini-Mini-Mü von dem Schwarz genommen und gebe das jetzt nochmal hier hinten so ein bisschen, oh meine Güte, das, also wirklich der Pinsel hat das Fännchen quasi kaum berührt, um euch einfach mal zu zeigen, was man halt machen kann mit so einem Schwarz und so einer Palette. Bam. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn man so Dimensionen schaffen kann. Quasi Schatten. Man zaubert einfach nochmal einen zusätzlichen Schatten rein. Wahnsinn, oder? Vorher, nachher? Wahnsinn. Blende jetzt nochmal mit diesen, einfach nur mit den Resten, die noch am Pinsel sind. Da ist nicht wirklich eine richtige Farbe, um die Ränder nochmal so ein bisschen weicher zu machen. Jetzt habe ich noch die Reste vom Pinsel vom Dunklen hier dran und habe jetzt noch mal ein bisschen was vom Grün aufgegeben. Also auch wirklich nur so wenig. Ich will es jetzt auch nicht zu smoky haben. Jetzt sprühe ich einmal kurz meinen Pinsel an und gehe in diesen Highlighter in der Be Perfect Palette.
Ich liebe es, es sieht so schön aus. Ich habe übrigens festgestellt, dass meine Nase jetzt in der Seite hier katastrophal aussieht. Richtig trocken und so. Das ist aber definitiv nicht die Foundation, weil sie sieht überall wunderschön aus. Nur an meiner Nase nicht, vor allem an diesem Teil hier. Es muss der Color Corrector sein oder der Primer mit dem Corrector und der Foundation, was sich zusammen nicht verträgt. Aber Foundation bis jetzt immer noch top. Während ich jetzt einmal meine Wimpernzange von Style Pro vorheizen lasse, das ist übrigens auch auf meiner Favoritenseite bei Pirsch, da könnt ihr auch immer drauf sparen, auch das ist in der Infobox verlinkt. Ich halte das jetzt einmal vor und möchte mit euch über zwei Skincare-Produkte sprechen. So, meine generelle Pflege ist ja eine Mischung aus Drogerieprodukten und vor allem sehr viele Produkte von meinem Skincare-Partner Dalton. Liebe ich, benutze ich jeden Tag ganz viele Produkte und habe jetzt explizit nochmal nach was gesucht. Auch wenn ich Produkte von Dalton habe, die ich auf meinem Rücken anwende, wollte ich explizit jetzt nochmal was ausprobieren von einer Marke, von der ich schon richtig viel Gutes gehört habe. Ich habe mich da ein bisschen influenzen lassen und habe jetzt gesehen, dass die halt auch im Angebot sind. Und zwar von Acnemy. Ich hoffe, das ist richtig. Die Seed Control-Reihe. Und zwar einmal habe ich den Blemish Control Moisturizer mit auch Lichtschutzfaktor 50 und einmal den Blemish Control Moisturizer. Hier sind die beide auch. Ja, ölfrei und auch nicht komedogen. Das bedeutet, dass sie die Poren nicht verstopfen. Und ich finde das richtig, richtig cool. Beide sind im Sale. Also ich benutze beides, wie gesagt, ungefähr jetzt 1,5 Wochen. Und ich habe nämlich mit Akne schon seit, keine Ahnung, schlag mich tot, 20 Jahren ungefähr zu kämpfen. Und seit ungefähr 10 Jahren ist es in meinem Gesicht auch voll wenig geworden, in meinem Dekolleté voll wenig geworden. Auch auf meinen Arm ist das zurückgegangen. Ich habe aber relativ viel Akne-Narben an meinem Arm und vor allem mega viele auf meinem Rücken. Und das benutze ich jetzt wirklich nur auf meinem Rücken. Also das hier abends, das hier tagsüber. Und ich finde es richtig toll. Gerade so die wirklich großen Problemzonen, die ich so in den letzten 2 Wochen hatte, sind richtig krass zurückgegangen. Also ich finde es so, so gut und kann es euch echt empfehlen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht in meinem Gesicht angewendet, weil ich habe die Problematik nicht in meinem Gesicht. Und ich finde, wir sollten immer nur damit gegen etwas wirken, um nicht wirklich dagegen zu wirken, sondern mit unserer Haut zu wirken, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil in meinem Gesicht würde es jetzt keinen Sinn ergeben. Ist auf jeden Fall extra für Akne, zu Akne neigender Haut. Es gibt auch noch mehr Produkte der Marke auf der Seite. Vielleicht interessiert ihr euch dafür und wollt mal bei Pure schauen. Aber das meine kleine Review dazu. Wimpernzange ist aufgeheizt. Ich werde jetzt meine Wimpern biegen und dann die Nabla Vicious Mascara benutzen. Die habe ich echt in letzter Zeit wieder richtig häufig benutzt. Ich habe die. War das bei Hashtag Ungeschönt, was ihr diesen Monat noch sehen werdet? Kann sein. Da habe ich sie dann zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder benutzt und habe wieder festgestellt, wie sehr ich die liebe. Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt, ob die rabattiert ist. Ich werde es euch hier irgendwie eingeblendet haben, falls es so sein sollte. Und ja, ich mag nicht nur das Packaging von der, sondern ich mag vor allem auch den Effekt. Die macht so ein schönes Volumen, eine Definition. Ich finde es einfach großartig. Gerade zu dem Look jetzt auf jeden Fall mega. Kann ich auch nur empfehlen. Ein tolles Nabla-Produkt. Wie gesagt, ich mag die Marke gerne. So schön aus. Ich freue mich so. Ich muss sagen, es erinnert mich so ein bisschen an den Look, den ich geschminkt habe mit der einen Melt-Palette. Erinnert ihr euch noch? Wo ich auch das Ergebnis geliebt habe, aber der Weg dahin ein bisschen schwierig war. Hier war der Weg jetzt extrem einfach. Also wirklich so einfach, so schnell. Ich finde es mega, mega schön. Meine Nase hat sich auch beruhigt. Ich habe ein bisschen versucht, das hier zu fixen. Ja, hat mehr oder weniger gut geklappt, aber passt schon. So, und jetzt geht es an den Highlighter, beziehungsweise für mich ist das ein Highlighter, ne? Das ist einer von den schimmernden Blushes, habe ich euch ja eben schon gezeigt, aber für mich ist das ein Highlighter. Ich gebe davon mal so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Dann nehme ich mal hier so einen Highlighter-Pinsel, arbeite das mal so ein bisschen ein und dann gebe ich das mal hier so drauf. Und ich versuche das in den Blush einzuarbeiten, weil es kein Highlighter alleine für mich sein kann, weil es eben ja zu viel farbliches Pigment hat, was auf meinem Gesicht einfach nicht highlightend ist. Ja, das kann was, würde ich sagen. Ich gebe es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen hier auf meine Nase auf.
aber gut Glitzer zu sehen. Also vielleicht doch nicht auf die Nase. Definitiv eine Menge Glitzer, der enthalten ist. Das muss man mögen. Mich stört das immer nicht. Also hier sieht man es, glaube ich, auch sehr gut, ne? Das glitzert richtig doll. Mich stört das immer nicht, solange es im Rahmen ist und solange es mir zum Look gefällt. Ich brauche das nicht immer, wenn da Glitzerpartikel drin sind. Manchmal stört das mich sogar sehr. Hier finde ich es jetzt schön, weil die beiden einfach extrem gut zusammenpassen. Also der und der Misauda Blush. Kommen wir zu den Lippen. Da habe ich jetzt mehrere Produkte zur Auswahl. Als erstes zeige ich euch eins, was ich im Herbst... Also es ist jetzt ein Backup. Das habe ich im Herbst rauf und runter getragen. Das habe ich euch damals, glaube ich, auch in meinen Favoriten gezeigt. Und ich habe das ganz oft getragen mit absolut keiner Mascara, nur ein bisschen Concealer, meine Freckles und diesen Lippenstift hier. Aus von den Simpsons, von Revolution, Treehouse of Horror, Lipgloss und Liquid Lipstick Set. Zwei Produkte, okay? Normalerweise kostet das 9,90 Euro und ihr bekommt es mit meinem Rabattcode für 2,96 Euro. 1,48 Euro pro Teil. Ihr habt einen klaren Gloss, der keine Fäden zieht, wunderschön aussieht. Ich finde den richtig, richtig toll. Habe ich euch, wie gesagt, schon gezeigt. Und für den hier habe ich habe so viele Komplimente von euch bekommen für Looks, die ich damit geschminkt habe, wenn ihr das gesehen habt in Vlogs oder in meiner Instagram-Story. Ihr habt mich so oft danach gefragt. Das ist halt so ein Braun, aber es ist halt nicht so ein warmes Braun, wie das halt, was ich jetzt hier gerade trage. Aber es ist auch nicht so ganz kühl. Also es ist nicht rot, es ist nicht richtig grau, es ist halt irgendwas dazwischen. Und ich mag den so, so gerne. Ich kann euch nochmal was im Vergleich zeigen, denn eine weitere Variante wäre der Misauda Liquid Lipstick hier. Ich habe noch keinen Liquid Lipstick von Misauda. Das ist die Farbe 203 Magnificent. Der statt 16,90 Euro jetzt 10,13 Euro nur noch mit meinem Rabattcode kostet. Also 10 Euro, das haben wir auch so, ne, bei Maybelline oder sowas, so Drogeriepreis einfach. Und ich kann die euch mal nebeneinander swatchen. Und da sieht man das auch ganz klar. Also das ist definitiv ein wärmeres Braun. Und jetzt mal den von Revolution daneben. Und der ist so leicht. Der ist so ein bisschen mousig und ganz leicht auf den Lippen. Und der trocknet aber auch komplett runter von Revolution. Also das ist der von Revolution. Und hier seht ihr den von Misauda. Der ist auf jeden Fall rotstichiger und wärmer. Aber ihr seht auch, dass das gar nicht so extrem kühl ist. Also es könnte viel, viel kühler noch sein. Und ich finde es so toll. Ich habe aber, wie gesagt, von Misauda noch nie was getestet. Deswegen denke ich, werde ich den jetzt hier benutzen. Ich hätte aber auch noch einen Gloss zur Auswahl. Das ist von Made by Mitchell, der Lipgloss in der Farbe Nude Nude. Und Gloss habe ich von der Marke noch nie ausgetestet. Der kostet jetzt statt knapp 14 Euro 6,95 Euro. Und den swatche ich jetzt euch nochmal daneben. Oh, also das ist wirklich ein sehr helles Peach, komplett farblich deckend. Wir haben jetzt hier kein, das ist nicht so ein halbtransparentes, hat noch ein bisschen Farbe, das ist voll deckend. Würde ich eher zu einem anderen Look kombinieren, aber gut, dass wir das mal ausgetestet haben, damit ihr das auch wirklich mal seht im Vergleich. Ich sehe auch, dass der von Misauda länger braucht zum Runtertrocknen als jetzt zum Beispiel der von Revolution. Ich werde den aber jetzt trotzdem aufgeben. Weil ich glaube, dass es sehr, sehr schön zum Blush und zu den Augen aussehen wird. So, während ich zum Beispiel den Liquid Lipstick von Revolution gar nicht mehr am Ende auf meinen Lippen spüre, ist das hier klebrig. Man kann das immer noch ganz gut mit so einem Taschentuch so ein bisschen plotten, um dieses Klebende zu entfernen bei Liquid Lipsticks. Aber ich mag das am liebsten, wenn sie das schon so von sich aus selber so ein bisschen machen. Jetzt fixieren wir das Ganze noch mit einem meiner Lieblings-Setting-Fixing-Sprays, die man kaufen kann. Setting und Fixing-Spray ist nicht dasselbe. Das hier ist der Rodeo Drive Make-Up Fixer. Würde ich sagen, das ist das Make-Up verlängert. Ein bisschen vielleicht. Aber was ich an diesem Produkt ganz besonders gerne mag. Sieht so schön aus, ne? Ich habe da schon einen komplett von aufgebraucht. Den gibt es aktuell statt für knapp 15 Euro für 4,46 Euro. Das ist günstiger als so manches Reval Deloupe LE-Produkt, was es aktuell gibt. Also ja,
und dann von Ofra. Finde ich sehr schön, um die Marke auch einfach auszutesten. Ich war damals sehr erschrocken, weil ich dachte, dass das zu dunkel für mich sein könnte. Ich würde sagen, ich bin da an der Grenze. Ich warte dann einmal einen kurzen Moment und dann arbeite ich das mit meinem Schwämmchen nochmal ein. Man sieht auf jeden Fall diesen Glow, den das Produkt einfach hinterlässt. Ich finde es so schön, weil ich finde, dass das Gesicht einfach wieder lebendiger aussieht. Und ich finde, der Effekt ist immer so, als hätte jemand noch so einen leuchtenden Filter über die Haut gelegt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich finde gerade, meine Haut sieht jetzt viel lebendiger aus als vorher. Gerade an meiner Stirn, finde ich, sieht man das immer ganz gut, weil die sonst auch recht trocken ist. Mir gefällt das Gesamtergebnis sehr gut und ja, ich kann es euch jetzt schon sagen, dass der Liquid Lipstick auf jeden Fall gut wegtrocknet. Kein Kleben mehr. Sehr gut. Das ist jetzt der fertige Look. Ich bin super, super glücklich mit dem Ergebnis. Wie gesagt, das hier an meiner Nase ist das Einzige, was mich von der Base stört. Das hat aber dann ja nichts mit der Foundation zu tun. Und jetzt, wo ich das Ganze so sehe, könnte ich mir sogar vorstellen, die Foundation auf jeden Fall auch nochmal öfter zu tragen, weil es dann doch schon auch einen schönen Effekt macht. Also falls ihr dieses Leichte wollt und jetzt nicht so mit Concealer über das ganze Gesicht arbeiten wollt, schafft das einen sehr ähnlichen Effekt. Ich hoffe jetzt natürlich, dass dieses Video unterhaltsam und hilfreich für euch war. Denkt an meinen Rabattcode und denkt vor allem auch daran, dass ihr nur etwas kauft, wenn ihr wirklich etwas, ja, es auch unbedingt haben möchtet und wenn ihr es euch auch wirklich leisten könnt in dem Moment. Bitte stürzt euch nicht in Produkte rein, die ihr unbedingt kaufen wollt, weil ihr sie irgendwo gesehen habt, wenn ihr euch das gerade nicht leisten könnt. Es ist nur Make-up und es gibt so viel wichtigere Dinge. Man muss nicht alles haben und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.